von uns. Ma? Nee, geh mal da durch. Heute mal wieder ein Movie von uns. Und zwar. Oh, Kamposter, stand hier. So. Und zwar sind wir heute am Hafen. Ihr seht es ja gerade im Hintergrund. Man muss hier Fieber messen und dann kann man durch. Was natürlich hier immer für einige Leute wie mich nicht so sehr schön ist, ist, wenn man hier ankommt und die ganzen Verkäufer auf einen einprasseln mit ihren Hüten und man sieht sie man dort mit ihren Sonnenbrillen. Und da immer wieder zehnmal gefragt wird, ob man was kaufen will. Ansonsten alles schön, alles okay. Hier am Hafen. Da hinten haben wir ein paar Essenrestaurants, die großen. Es ist jetzt genau Uhr. Und wir gehen mal rein. Ach so, da ist der Finger. Hier haben wir die andere Seite. So, unser Schiff liegt dort schon vor Anker und wir werden ja das Grüne, glaube ich, hier, ne? Das hier. Und wir werden hier mit dem Kleiber gefahren. So, ich halte noch ein bisschen auf dem Hafen drauf. Die Skyline. Da könnte ein bisschen wackeln, weil ich habe den Gimbal noch nicht rausgeholt. Aber ist ja nicht so schlimm, mal verwackeltes. Ich bin nicht so perfekt wie alle anderen. Und das soll auch so bleiben. So. Hier die ganzen Leute, die mitkommen. Wir sind heute nicht so viele. Ich glaube, 4 Wallons und der Rest Thai. Aber nichtsdestotrotz, ich mache nochmal einen Rundumblick. Die Oma ist ja auch mit. Das letzte Mal hat man sie ja nicht mitgenommen. Da war sie nicht da. Aber es ist angenehmer für mich und für Otto, wenn die Oma da ist. So, da kommt schon unser kleines Boot. Das heißt, ich müsste mich mal ein bisschen beeilen. Hier wieder irgendwelche Angebote, irgendwelche Schnellboote. Mai au. Ich weiß, die Thais sagen immer, naja, nicht so schlimm, wenn du angesprochen wirst, sagst du einfach nein. Aber ich, mir gefällt es nicht, wenn ich 10-mal angesprochen werde, bevor ich auf meinem Boot bin. Deswegen würde ich sagen, oi. Ich halte noch mal kurz auf das kleine Boot drauf, dass ihr das auch mal seht. In unterm Strich sind wir immer so bei 400 bis 500. Ansonsten wäre es sagen, ab in die Werbung. So, jetzt sind wir wieder. Also ihr seht es, die kleine Schunke. Und da hinten sind unser Boot. Ich halte noch ein paar Minuten drauf, oder? Sehr, sehr schön. Also um die Preise nochmal zu klären, einen ganzen Tag zwischen 5.000 und 6.000 Watt. Essen hat man frei, dann kann man sich aussuchen, ob man, ja, die fahren nach Kulan oder die Boote. Du bist nach Kulan? Ja, aber heute fahren wir fischen, nach Kulan ist ein anderer darüber. Also 4 bis 5 bis 6.000 Watt.
und Essen hat man ja frei. Papa, ein Flugzeug. Da ist kein Flugzeug. Wo ist denn dein Flugzeug? Da Bus hin. Ja. Verbote nach Kolan. Verbot Kolan. Und zwar... Ich glaube, ich reise Spat. Dann gibt es noch welche für 100 Baht und die Schnellboote. So, die 1000. So, wir halten auf unser Boot drauf. Wo war's? Das ist es nicht. Ach doch, das ist es hier. Und jetzt sehen wir uns mal von außen. So, wir müssen halt die Kamera jetzt ausmachen. Da machen wir es nachher nochmal an, weil da ist der Otto mit aufs Boot. Kolan ist da drüben eine Insel. Das ist hier. Das ist unser Boot. Also, bis gleich. So, ist er wieder. Ich sitze hier am Vorderdeck. So, wir gucken mal schnell auf die Inseln. Jawohl. Man angelt. Die Skyline. Ich habe ganz schön Rücken. Ich bin froh, dass ich hier sitze. Normalerweise hätte ich die Fishing-Tour nicht gemacht, aber Otto wollte unbedingt. Und dann machen wir es Otto. Nehmen wir Schmerzen in Kauf. Wir werden mal sehen, wie es nachher mit Baden ist. Wählen sind an für sich nicht. Ist alles easy, alles schick. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen hinlegen, werden einen Stream anmachen und dann werden wir mal gucken. Wir haben es jetzt 10 Uhr. Alles schick, alles gut. Außer der Rücken ein bisschen, naja. Und die Oma macht wieder so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Aber da müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ich mag das eigentlich nicht, wenn... Und das, wenn sie schön, um schön da zu stehen, Otto immer anbrüllt. Das ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Otto ist ein kleines Kind, der ist wissbegierig, der will überall hin, der will überall alles antatschen und machen. Und sie brüllt den vor den anderen Teils immer voll, um eben schön da zu stehen, dass Otto eben auf sie hört. Bisher habe ich sie Unterstützer, das ist eigentlich nicht sehr schön. Damit man besser steht, da das Aufbringen der Kinder auszulassen, das geht gar nicht. Da muss ich mit ihr heute Abend nochmal in Ruhe reden und mit meiner Frau, dass wir das irgendwie hinkriegen, weil das kann nicht sein. Otto soll eine glückliche Kindheit haben. Was ist denn die Sache? Andy, I'll make lucky for you, right, Mama? I'll make lucky for you. Ich würde sagen, wir machen einen Witz des Tages. Und dann gucken wir mal zu Hause, was wir noch abdrehen. Hängen wir noch 3 Minuten dran und dann passt das schon. Also, Witz des Tages. Wie? Können Fische riechen? Ja, wenn sie lange genug liegen. Ja, was? Hoppel, Daumen hoch! Daumen hoch! Daumen hoch! Yeah! Weißt du, gar kein Daumen? Das ist ja wieder ein Ding. So, sind wir wieder. Ich weiß, ein bisschen windig. So. Heute ist natürlich ganz schön was los. Au!
und die schläft. Und wir sind jetzt am Strand, wir baden gleich, aber ich glaube, Otto wird noch weiter schlafen. Also ist vielleicht besser. So, jetzt sind wir schön da, jetzt wird gegessen. Und guck mal, herrlicher Strand. Oh, jetzt kommt der Wind vor das her. So, ist egal. Sehr schön. Sonst haben wir eigentlich nur ein Boot und die zwei Boote. Und heute sind wir sechs Boote. Sagen, wir gucken, wir essen jetzt schön und dann baden wir noch und dann müssen wir mal gucken, was wir noch für Aufnahmen machen. Also, bis gleich.